Mama Trauer, Letun traute X27 Semikolon ist dann C. Julia und Massimos Herzensauftritt. Mit ihrem Magic-Moment tanzten sie sich nach ganz oben. Nach 8 Shows mit festgelegten Tänzen war es den Let's-Dance-Promis diesen Freitag selbst überlassen, wie sie die Jury von sich überzeugen wollten. Schauspielerin Julia Dietze, 37, und ihr Tanzpartner Massimo Sinato mit Akut, 37, entschieden sich dazu, mit ihrem Auftritt ein geteiltes Leid zu verarbeiten. Beide haben noch immer mit dem Tod ihrer Mütter zu kämpfen. Bereits im Einspieler war die Blondine sichtlich emotional. Darin erklärte sie, dass es nach dem Schicksalsschlag mehrere Jahre gedauert habe, Tränen zuzulassen, es sei ihr einfach zu schwer gefallen, die Trauer über sich ergehen zu lassen. Profitänzer sprach ebenfalls über seine Familientragödie und offenbarte, es war der traurigste Tag meines Lebens. Sobald die Klänge zu, 76, Ballade Knocking on Heaven's Door einsetzten, ließen sie ihren Emotionen in der Performance freien Lauf. Mit einigen Schritten stellten sie sogar Engelsflügel dar. Am Jurypult sorgte das Parkettpaar in Weiß für Sprachlosigkeit, Begeisterung und einem sensationellen Feedback von Joachim Lambi, 53, das war nicht nur der beste Tanz heute, sondern der beste der ganzen Staffel. Kein Wunder also, dass die beiden auch diese Woche satte 30 Punkte abräumen konnten.